Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schuckibanuki Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen, extra für euch hier zusammengestellt. Stimmt's? Heute haben wir den 7. Januar. 7. Januar? 7. Januar. Ja. Bitte nochmal in den Kalender nachgucken, nachlesen. 7. Januar. Und das Geburtstagskind heute? Das Geburtstagskind, Trommelwirbel. DJ Ötzi. Nee. Mensch. Echt? DJ Ötzi hat am 7. Januar Geburtstag. Ja, Hat man das so weit zurückdatieren können, wann der Ötzi jetzt genau... Toller Witz. Danke, habe ich mir selbst ausgedacht. Nee, aber das ist, kennt man ja, DJ Ötzi hier so von wegen... Ein Stern für deinen Namen. Komm. Jetzt wissen wir auch, warum es der DJ Ötzi macht und nicht Bei DJ Ötzi hört es sich ja noch beschissen an. Depsi. Nein, nee. Du kannst ja die Aufzeichnung gleich nochmal. Ne? Ja. Gut. Aber da ist noch ein bisschen mehr passiert. Und zwar wurde am 7. Januar 1789 bin mal gespannt. George Washington einstimmig zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Ach so, ich dachte hier hätte irgendwas mit dem Dollar. Und sein Vizepräsident wurde John Adams. Kennt man. Also Vizepräsidenten, da könnte auch einer Adolf Hitler heißen oder so. Das merkt man sich gar nicht. Weißt du, was ich meine? Präsidenten kriegt man auf die Reihe. Aber wer ist Vizepräsident? Oder kannst du sagen, Genghis Khan? Das juckt keine Sau. Wieso hast du Adolf Hitler genannt? Weil das so skurril war, dass es eigentlich nicht passen konnte. Ja, genau. Also Washington ist am 7. Januar, wann? 7. Januar 1789. 1789 der allererste. Ist er zum Präsidenten gewählt worden. Ja. Ist ja so eine Tagesdosis Angeberwissen, die jeder mal mitnehmen kann und mal angeben kann. Genau, aber wir legen sogar noch eine Schippe drauf. Was denn? Bist du bereit? Ja, sag. Hier kommt die Schippe. Und zwar hier... Was ist das denn? Unser Fransengesicht. Was ist das denn? Also nicht das da, sondern das da. Das ist Galileo Galilei. Ah, der, und, der sich nach der Fernsehsendung benannt hat. Genau. Ja. Er hieß früher einfach nur ProSieben. Ja, genau. Und genau. Galileo Galilei hat am 7. Januar 1610 Monde des Jupiters entdeckt und sie nach ihm selbst auch natürlich benannt, die galileischen Monde. Ja, jetzt bin ich ja froh, dass du nicht damals warst und die heißen heute die Pujanischen Monde. Pujanschen. Ja. So ist das. Genau, ja. Das war's wieder mit unserer vollen Dröhnung an Angeberwissen für den 7. Januar. 7. Januar. Schaltet morgen wieder ein. 8. Januar. Genau. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.